Ja, ich möchte heute über eines unserer wichtigsten Mittel in der Homöopathie sprechen. Auch innerhalb meines Klientels eines der häufig angewandtesten und auch erfolgreich angewandtesten, nämlich von Ignatia, die Ignatiusbohne. Wir leben in einer Welt, von der ich glaube, dass sie so ziemlich von allen Bedürftigkeiten abgespalten ist, die unsere Spezies in sich trägt und nach denen sich unsere Spezies die überwiegende Zeit ihrer Existenz orientiert hat. Man nimmt an, dass unsere Spezies ungefähr 3,5 Millionen Jahre alt ist. Da sind sich die Anthropologen relativ klar drüber. Und das bis auf die letzten 5000 Jahre, also die Jahre, seitdem Patriarchat auf diesem Planeten herrscht, Männerherrschaft, was einhergegangen ist mit Sesshaftigkeit, mit kapitalistischen Strukturen und mit Besitz und immer auch mit Unterdrückung von Sexualität. Man nimmt an, dass in diesen 3,5 Millionen Jahren, bis eben Ausnahme 5000 Jahre Patriarchat, unsere Spezies in einer Gesellschaftsform lebte, die a. nomadisierend war, die hordenorientiert war, also wir waren meistens so zwischen 30 und 50, weil mehr wäre schon wieder ökonomisch, ökologisch schwierig gewesen. Wir waren nomadisierend, wir wurden von Frauen geführt. Damals musste man auch noch keine Kriege führen, weil es gab ja noch den Kapitalismus, es gab in dem Sinne kein Besitz, es gab keinen Boden, um den man kämpfen musste. Und die Frauen hatten eigentlich das Ruder in der Hand. Und was bei den meisten matriarchalen Gesellschaften ist, es herrschte eine sogenannte Polyamorie. Also es gab keine engen und besitzergreifenden Zweierbeziehungen mit all den verheerenden Ausnahmen, die wir ja in unserer Gesellschaft sehen, sondern die Menschen teilten ihre Liebe nach mehr oder minder bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Manche Stämme hatten ganz bestimmte Wahlverfahren, dass die Männer abends tanzten und je nach Tanz die Frau denn ihren Gefährten für die Nacht auswählte. Bei anderen Stämmen war das anders. Aber bei einigen von den Völkern, die bis heute diese Strukturen überlebt haben, war auf alle Fälle eins, dass es einige Dinge einfach nicht gab, die in unserer Gesellschaft ja fast jeden betreffen und diese Gesellschaft ja auch ruinieren und krank machen. Es gab in diesen matriarchal, nomadisch, polyamorischen Gesellschaften keine sexuelle Gewalt. Gab es einfach nicht. Auch bei denen, die es heute noch gibt, die wissen nicht, was das ist. Wenn man denen erzählt, ich gucke nur auf meine Seminare, dass 40% der anwesenden Frauen eine sexuelle Missbrauchserfahrung haben, das können die nicht verstehen. Das können auch die Männer nicht verstehen. Das wissen die nicht. Die wissen nicht, wie das funktioniert. Die wissen da auch nicht, was man mit Kabelbindern macht, ja, im Liebesspiel. Das wissen die auch nicht. Rennen doch jetzt alle in diesen Sadomaso-Film, ja, und finden den total anregend, wenn meine Indianer sich das angucken, die denken, warum muss man das machen? Warum muss man sich gegenseitig wehtun? Warum? Das verstehen die einfach nicht. Also diese Gesellschaften kennen keine sexuelle Gewalt. Diese Gesellschaften kennen zum Beispiel auch nicht den Begriff der Arbeit. Wissen die nicht, was das ist? Weil alles, was wir machen, ist Spaß. Die Gesellschaften kennen auch nicht den Begriff der Ehe. Verstehen die auch nicht. Die sagen auch nicht, wieso? Wieso soll ich immer nur mit der Luzi? Warum darf ich nicht auch mal mit der Maria kuscheln? Das verstehen die nicht. Das ist wirklich so. Wie, denen fehlt da irgendwie ein Chip, dass die das verstehen. Die verstehen nicht, warum ein Mensch dem anderen ein Besitz sein soll. Das verstehen die nicht. Und die kennen auch das Wort Krieg nicht. Das sind Gesellschaften, die haben noch nie Krieg geführt. Und das, was ich lustig finde, die kennen auch so ein paar andere Worte nicht. Die wissen gar nicht, was verlassen ist. Wenn man denen sagt, ja, und dann verlassen die sich bei uns in einer Gesellschaft. Wieso? Man kann sich doch gar nicht verlassen. Wo geht der denn hin? Wenn der in den Dschungel geht, na, da verhungert der doch. Der kann doch gar nicht weg. Der kann doch gar nicht verlassen. Und was die auch nicht kennen für ein Wort, ist entscheiden. Die wissen nicht,
warum man sich entscheiden muss zwischen zwei Menschen. Wieso? Erstmal habe ich zwei Hände und dann kann ich auch einen Tag bei dem sein und einen Tag bei dem. Warum soll ich mich entscheiden? Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir 3,5 Millionen Jahre so gelebt haben und gut gelebt haben. Vor 5000 Jahren war dieser Planet noch Taco. Es gab weder Vernichtungskriege, noch gab es große Sklaverei, noch gab es ökologische Katastrophen. Wir haben es geschafft, diesen Planeten in 5000 Jahren an einen Punkt zu bringen, wo er kurz vorm Kollaps stand, was in 3,5 Millionen Jahren vorher unsere Spezies nicht geschafft hat. Jetzt könnte man darüber nachdenken, woran liegt es, dass wir den jetzt kurz davor haben, ihn von der Klippe zu stürzen. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass so wie ich das gerade beschrieben habe, der Mensch eigentlich gesund und mit seiner Ökologie im Einklang gelebt hat, dann können wir uns ja heute vorstellen, dass das ja überhaupt nicht mehr so ist. 30% aller Berliner leben als Single. Eine unvorstellbare. Die wissen nicht, was das ist. Die Indianer vom Amazonas, von meinem Lieblingsvolk, der Yakomani, die können sich, die sagen, aber dann stirbt man doch in einer Woche. Dann stirbt man doch. Das geht doch gar nicht, dass meine Haut einen Tag nicht angefasst wird. Das geht doch überhaupt nicht. Das ist doch unvorstellbar. Darum hat ja die Samuel Hahnemann schon die Leibtherapie eingeführt, dass wir alle wenigstens regelmäßig begrabbelt werden. Ja, das heißt, weil wir so unnatürlich leben, so völlig von der Art eigentlich weg, wie unsere Spezies leben sollte, werden wir natürlich krank. Wir werden einfach krank und wir werden nicht krank, weil zu viel Umweltgifte in der Luft sind. Wir werden auch nicht krank, weil wir zu viel Currywurst essen. Wir werden krank, weil wir uns von den Grundwurzeln unserer Spezies entfernt haben. So einfach ist es. Das ist so, als wenn Sie einen Elefanten in einen Wohnwagen sperren. Und da darf der nur noch in diesem Wohnwagen sein. Er hat keinen anderen Elefanten und muss von morgens bis abends Kaviar fressen. Stirbt der auch innerhalb von 4 Wochen. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, scheiße, wir leben völlig falsch, also werden wir alle krank und werden wir alle sterben. Aber es gibt den Aspekt der Gnade. Und dieser Aspekt der Gnade hat sich für mich in keiner anderen Disziplin wie in der Homöopathie manifestiert. Die Homöopathie schafft es tatsächlich, kein Mensch weiß so richtig warum, Menschen, die, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich krank geworden sind, weil sie sich total von ihrer normalen Lebenswirklichkeit entfernt haben, in diesem Kranksein wie auch immer zu ergreifen, mindestens ihre Symptome zu lindern und ihnen irgendwie, ich behaupte ja immer, es geht beim Heilen ums Erinnern, eine Form von Erinnerung zu geben an einen Zustand, als mal alles gut war, und aus diesem Zustand heraus, wie auch immer ihr Leben, soweit es sich denn verändern lässt, so zu gestalten, dass Krankheit zum Teil gehen kann. Das Mittel, über was ich heute sprechen möchte, ist in unserer Gesellschaft das häufigst gegebenste Mittel für unglückliche Liebe. Ignatia wird, ich würde mal sagen, im akuten Zustand bei 95% aller unglücklich Verliebten gegeben. Besonders wenn die sich in diesem klassischen Ignatia-Zustand befinden. Sie essen nicht mehr, sie seufzen, sie heulen von morgens bis abends und sie sind einfach ein armes Opfer dieser bösen Welt. Und sie fühlen sich verlassen, sie fühlen sich gedemütigt, sie fühlen sich alleine, alle anderen sind doof, der Partner, der sie verlassen hat, sowieso, sie haben da auch überhaupt nichts mit zu tun mit dieser ganzen Geschichte. Sie sind einfach das absolute Mega-Opfer. Ignatia ist das absolute Mega-Opfer. Und sie verhungern. Das ist wirklich interessant, dass diese Menschen, die an diesen unglücklichen Lieben, an diesen Verlassenheiten leiden, tatsächlich verhungern. Ignatia isst nichts mehr, wenn es unglücklich verliebt ist. Und es ist real im Repertorium aufgeführt in der Rubrik, man verhungert, ein Mittel für Verhungernde und ein Mittel für im Grunde Menschen, die in früheren Leben, das ist auch sehr interessant,
mal verhungert sind. Zum Beispiel ist Ignatia in meiner Arbeit ein Mensch, ein Mittel für Menschen, die mal im KZ verhungert sind oder die als Sklaven verhungert sind. Und Ignatia hat das Gefühl, und das ist zum Beispiel wirklich eine löschbare Wahnidee, weil es stimmt nicht. Und wenn wir uns an die 3,5 Millionen Jahre erinnern, kriegt unser Gehirn auch wieder mit, dass es nicht stimmt. Kapitalismus, katholische Kirche, all die Umsatzsteigerungsgesellschaften haben uns eingeredet. Wir werden nur von einem Menschen in unserem Leben satt gemacht. Nur ein Mensch kann uns satt machen. Und wenn dieser Mensch, der uns satt macht und mit dem wir zusammenleben müssen, bis der Tod uns scheidet, wenn dieser Mensch geht, geht da nicht nur ein Mensch? Geht da nicht nur irgendeiner, der vielleicht eine Vollmacke hat und einfach nicht weiß, was er an uns hat? Nee, da geht meine Lebensgrundlage. Und das ist eines der Hauptwahnideen von Ignatia. Und da hilft Ignatia wahrscheinlich, weil es uns erinnert, das stimmt einfach nicht. Das ist nicht wahr. Das weißt du aus 3,5 Millionen Jahren, dass das nicht wahr ist. Wenn wir damals irgendwie als Volk der Lagune oder als Volk der tansanischen Steppe zusammen waren und ich bin einen Morgen zu Luzi gegangen, habe gesagt, Luzi, küss mich bitte. Und Luzi hat gesagt, oh, du, mir ist heute nicht so, ich küss mal heute den Peter. Dann war ich vielleicht traurig, dann habe ich gesagt, doofe Luzi, warum küsst du mich nicht? Dann bin ich aber zu Maria gegangen, habe gesagt, Maria, willst du mich vielleicht küssen? Maria sagt, nee, ich küsse heute den George. Und dann bin ich zu Mathilda gegangen und spätestens Mathilda sagt, Mensch, hab mich schon die ganze Woche gefragt, warum du mich nie gefragt hast, ob ich dich küsse. Und dann küsse ich Mathilda. Wir leben leider nicht mehr, oder das heißt leider, ich will es gar nicht werten, wir leben einfach nicht mehr in solchen Zusammenhängen, außer wir sind irgendwie in eine Kommune gezogen oder leben im Zeck oder in Tamera oder weiß ich wo. Aber das Problem ist ja nicht, dass wir nicht so leben, sondern das Problem ist, dass wir vergessen haben, dass es so ist eigentlich. Und dass wir denken, wir sind in unserem Leben von dieser einen einzigen Person abhängig. Und wenn die uns verlässt, oder wenn die vielleicht auch nur noch einen zweiten hat, dann geht es nicht darum, dass ich weniger geküsst werde. Dann geht es vielleicht auch nicht darum, dass ich ein bisschen weniger Sex habe. Da geht es überhaupt nicht drum. Es geht um das Leben. Es geht darum, dass ich verhungere. Und das ist die Wahnidee. Das ist die Wahnidee. Und diese Wahnidee heilt Ignatia. Das Irre ist, die meisten kennen ja so Leonard Cohen, irgendwie immer so kurz vor der Narkoseschwelle, aber es gab noch mal einen deutschen Sänger, der war noch narkotischer, das war Stefan Sulke. Und der hat mal ein Lied gesungen, was diesen Ignatia-Zustand ganz toll beschreibt. Ich habe dieses Lied früher immer gerne verschickt, wenn ich verliebt war. Ich wusste gar nicht, was ich da für einen Schwachsinn verschicke. Also als halbwegs gesunder Mensch hätte ich mich sofort verlassen, wenn ich mir so ein Lied geschickt hätte, weil ich mich völlig überfordert gefühlt hätte. Und der Sulke singt, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich, ist so unendlich mehr wie nur, ich liebe dich. Du bist wie Wasser und wie Brot für mich. Oh mein Gott, ist ja lebensbedrohlich, wenn jemand zu mir sagt, du bist wie Wasser und wie Brot für mich. Der überlastet mich ja völlig. Ich bin nicht Wasser und ich bin nicht Brot. Ich bin vielleicht ein Spaßbolzen, ja, aber nicht Wasser und nicht Brot. Und ich möchte auch nicht, dass mich jemand zu Wasser und zu Brot macht. Weil dann habe ich ja immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich irgendwie ein bisschen von dem abwende. Weil dann krepiert der ja. Und diese Wahnidee, ob sie nur der Kapitalismus gemacht hat oder die abrahamitische Religion, ist im Grunde auch egal. Die heilt Ignatia. Wenn ich Ignatia nehme, weiß ich, wenn der geht, ist traurig. Vielleicht schrei ich 4 Wochen, aber ich werde nicht sterben. Punkt. Es gibt eine zweite Wahnidee, die ja auch irgendwie mit dieser Gesellschaft zu tun hat und mit dieser Form von Leben, die, und das muss ich einmal nochmal sagen, primär ökonomisch determiniert ist. Ich habe durch Zufall auf Facebook einen wahnsinnig tollen Artikel von Friedrich Engels gefunden, von unserem alten Friedrich, von dem man nur ja wirklich nicht sagen kann, dass das ein tantrischer Hippie ist. Weiß Gott nicht. Und Friedrich Engels erklärt, dass Monogamie und
bürgerliche Gesellschaft ausschließlich so strukturiert ist, weil sie für den Kapitalismus am ausbeutbarsten ist. Irgendwelche viel küssenden Kommunen. Da leben 30 Leute, die haben einen Kühlschrank, die haben einen Fernsehen. Wer viel küsst, guckt sowieso wenig Fernsehen. Die haben irgendwie 3 Autos und das ist es. Die machen einfach keinen Umsatz. Den meisten Umsatz machen unglücklich verheiratete Paare über 30 Jahren Ehe. Die machen richtig Kohle. In Charlottenburg haben die beide auch noch einen Psychotherapeuten, schlucken beide noch von ihrem Heilpraktiker teure Medikamente, rennen beide noch in irgendwelche Tantra-Massagekurse und zum Schaman und so weiter und so fort. Das machen Bonobos alles nicht. Die kaufen auch keine Kabelbinder, müssen auch keine sadomasochistischen Bücher lesen, wo sie sich gegenseitig ihre Verachtung um die Ohren hauen, brauchen auch keinen Schlampensex etc. etc. Weil der Mensch, der wirklich dem anderen als einen liebevollen, autonomen Gegenüber begegnet, dem fehlen all diese Auswirkungen unserer Gesellschaft. Und Friedrich Engels sagt, dass diese Gesellschaft eben den Menschen genau in diesem Zustand halten will, weil sonst die Umsätze von Aldi fehlen. Ja? Also wenn man sich das mal vorstellt, wir werden hier in eine Form von Liebesbeziehung gepresst. Man manipuliert unsere Gehirne, ja, von Kindheit an, ja, bis der Tod euch scheidet und du darfst nicht Ehe brechen und all solche Geschichten, die nichts mit unserer Spezies zu tun haben, nur dass die mehr Kohle machen. Ich darf ja gar nicht meckern, wenn alle meine Patienten jeden Tag irgendeinen Menschen eine halbe Stunde küssen würden, hätte ich wahrscheinlich 70% weniger Klienten. Das weiß ich ja. Ich lebe ja davon, dass diese Gesellschaft so unmenschlich ist, wie sie ist. Ich mache dann zwar die Leute ein bisschen rebellisch, dass sie doch mehr küssen, wie sie denken, aber trotzdem bin ich ja auch jemand, der von dieser irren Gesellschaft partizipiert. Wie diese ganze ESO-Szene, diese ganze Psycho-Szene. Ich meine, ich sage jetzt nicht, glückliche Menschen müssen keine KGS lesen, aber dass man eben ständig guckt, wo ist Erlösung, wo ist das. Das liegt teilweise wirklich daran, dass unsere Grundbedürfnisse, die ganz menschlich sind, alle unerfüllt sind. Gehen Sie doch mal in diese ESO-Kreise da und fragen Sie mal, wer hat denn eigentlich für euch eine glückliche sexuelle Beziehung? Finden Sie ganz wenig, ganz wenig. Die, die die haben, die sitzen zu Hause und küssen. Die rennen nicht in die Channel-Gruppe. So, weiter. Wahnidee ist verheiratet. Ist eine der Hauptideen von Ignatia. Ignatia denkt, könnte man sagen, kapitalistisch determiniert, wenn ich mich mit jemand einlasse, dann muss ich den sofort heiraten. Dann bin ich mit dem verheiratet. Die sind so gechippt, dass sie denken, es gibt gar keine Beziehung, ohne dass die lebenslang sein muss, dass die ewig sein muss, dass die auch noch ganz treu sein muss. Sonst gibt es das gar nicht. Und es ist ja in meiner Praxis, hier erlebe ich das ja ganz, ganz, ganz oft, dass Menschen ganz, ganz viel Glück verleugnen, nicht zulassen, weil sie genau diese Wahnidee hat. Und die ändert unter anderem tatsächlich Ignatia. Die ist nach Ignatia weg. Die lernt irgendjemanden kennen, der noch 2 andere Freundinnen zum Beispiel hat und der zu denen sagt, du, ich finde dich toll und ich mache mit dir tolle, wilde Sachen. Ich habe 2 Abende die Woche Zeit. 2 Abende à 3 Stunden. Das hat keine deutsche Bürgersfrau hier in Charlottenburg. 2 Abende in der Woche, 3 Stunden guten Sex. Keine, das weiß ich. So, und das wird der dann angeboten. Ja? Und die sagt, oh ja, 2x3 Stunden ist doch toll. Und dann treffen die sich eine Weile. Und 99% aller Menschen, die ich kenne, reagieren nach spätestens 6 Wochen, dass sie denken, das geht ja eigentlich nicht, wenn das so gut mit dem ist. Dann geht es ja nicht, dass der das noch mit jemand anders teilt. Das geht nicht. Eigentlich muss ich den jetzt heiraten, weil sonst funktioniert es nicht. Eigentlich bin ich mit dem verheiratet. Ignatia hat die Wahnidee, jeder, der sie mal 10 Minuten ordentlich küsst, mit dem ist sie sofort verheiratet. Und was macht Ignatia denn? Natürlich ein Drama. Ignatia sagt, das geht nicht. Ich kann nicht 2x in der Woche 3 himmlische Stunden mit dir haben, wenn du mich nicht heiratest. Das geht nicht. Und was machen denn meine Charlottenburger? Sie sagen, denn kann ich nicht mehr diese 2x die Woche 3 himmlischen Stunden haben. Entweder du heiratest mich jetzt oder ich habe diese
2-3 Stunden. Und dann sitzen sie hier, sind tief traurig, sagen, wie scheiße die Männer sind und haben aber dann 5 Jahre danach überhaupt niemand mehr küssen können, weil, und das ist das Irre, küssen unterdrücken ist nicht einfach nur unterdrücken. Also wenn ich sage, weil der mich nicht heiraten will, küsse ich den jetzt nicht mehr. Auch wenn es wahnsinnig schön war, mache ich das nicht mehr, weil Wahnidee, ich bin verheiratet. Das heißt, um das nicht mehr zu tun, brauche ich Energie. Brauche ich Energie, mit der ich eigentlich küssen würde. Und wenn diese 2x3 Stunden 40% meines Kusspotenzials sind, brauche ich nochmal 40% meines Kusspotenzials, um die zu unterdrücken. Was bleibt? 20 bleiben übrig. Mit 20 finde ich keinen mehr, der mich knutschen will. Das heißt, die Wahnidee, ich bin verheiratet, führt sicher bei Ignatia ins Unglück. Und meistens in zutiefst krankmachende Pathologien von Isolation, Asexualität, Hysterie, Psychose, chronische Magenschmerzen und so weiter und so fort. Ignatia ist eigentlich das wichtigste und heilsamste Mittel gegen bürgerliche Zwangsmoral. Nämlich, wir dürfen nur küssen, mit dem wir verheiratet sind, und Beziehung ist eine Ernährungsgemeinschaft. Ernähren können wir uns alleine. Beziehung ist dazu da, unser Leben glücklicher zu machen. Beziehung ist dazu da, zu wachsen. Beziehung ist dazu da, Freude im Leben zu teilen. Beziehung ist auch dazu da, einander, wie Rilke sagt, Wächter der Einsamkeit zu sein. Bloß wenn sowas im Grunde reduziert wird auf ich besitze dich und du bist dazu da, mir Stulle und Brot zu sein, dann ist das Drama programmiert. Und da holt uns Ignatia raus. In dem Sinne. Mögen alle Wesen küssen. Ich habe ja